Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Final Fantasy 14, wo wir immer noch im Camp Knochenbleich stehen, wo wir damit betraut wurden, von einen Führungsfall zu aufzuklären. Wir sind ja nun Mitglied des Bundes der Morgenröte und haben gemeinsam mit Tankred hier diesen Auftrag angenommen, beziehungsweise sollen ihn mit ihm gemeinsam aufklären. Und ja, in Verdacht steht momentan eine Priesterin der Kirche. Wir sollen jetzt zum Goldbazar und mit den Flüchtlingskindern sprechen, mit denen sie... Was war das? Komische Geräusche hier. Das sieht ja auch so mega aus da hinten, ne? Übrigens habe ich leider immer noch diese Verbindungsprobleme. Wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz was. Ich werde mal ganz kurz die Aufnahmen pausieren. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache mal eben was. Einen Moment. So. Ich habe mal ganz kurz das Programm neu gestartet. Hat aber wohl nicht allzu viel genützt. Oh, wir brauchen diese Randale-Imps da vorne. Die mache ich jetzt aber mal nicht, weil, ne? Wir haben momentan eine Überlevelung. Voll blöd, dass das mit der Verbindung so kacke ist. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Also ich habe hier wirklich nichts anderes am Laufen, außer das. So schlecht kann mein Internet ja dann doch nicht sein, oder? Weil ich kann ja das... Also ich bin ja ganz normal im Spiel. Und das sieht ja jetzt auch nicht so wie Internet, oder? Nee, danke. Alter, das kann doch nicht sein! Lululo. Ärmlicher Junge. Sprechen wir mal mit dem ärmlichen Jungen. Hi. Du bist ein Abenteurer, nicht wahr? Da musst du uns helfen. Ossin ist womöglich in Gefahr. Normalerweise liest sie uns hier immer Geschichten von Tal vor, aber heute ist sie in Richtung des, der unsichtbaren Stadt aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollsten Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen, und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte, du musst nach ihr sehen. Oh oh. Warum tut sie das? Haben wir sie vielleicht doch zu Unrecht, verdächtig? Da ist sie. Okay. Zumindest ist sie nicht tot. Hey, alles in Ordnung? Können wir dir helfen? Vielen Dank, das war übrigens überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich vermutlich... Oh, du bist der Abenteurer von neulich, nicht wahr? Welch freudige Überraschung, keine Sorge. Ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm sofort zurück... sofort zurückbringen. Okay. Mit Isenbart sprechen. Ich glaube, wir haben sie zu Unrecht verdächtigt. Sie wollte wirklich nur helfen. Aibe. Wer ist denn Aibe? Hallo Aibe. Wo hat dieser verdammte Kerl denn nur seine Spitzhacke schon wieder hingelegt? Ach, warum musste ich auch ausgerechnet einen Minenarbeiter heiraten und nicht einen der schnuckeligen Goldschmiede? Ja. Frage mich auch. Thema, das hat Flut den Mädel gesehen. Vielleicht ist das der Typ von ihr.
So. Trotz schlechter Verbindung wollen wir natürlich hier weitermachen. Ja, ich glaube, ich werde zum nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen was ändern müssen. Das Problem ist, den Fade nehme ich jetzt mal nicht mit. Das Problem hier ist halt, dass, wenn ich jetzt die PlayStation hier rüberstelle und dann die Capture Card anschließe, ist das zwar gut und macht vielleicht auch besseres Bild, also ein deutlich besseres Bild. Aber die ist halt so kackenlaut. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass ich die dann in jeder Aufnahme höre. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber so ist ja kein Zustand mehr. Ich glaube, ich mache das mal eben. Müsste ich jetzt aber auch einmal ausloggen. Aber das ist weniger anstrengend, als das, was wir hier gerade tun. Ich gebe noch eben die Quest ab, dann mache ich das mal eben. Priesterin Ossin wurde von Monstern angegriffen, als sie den Andenkenring eines der armen Flüchtlingskinder suchte. Die Ärmste. Ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten und nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch all sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unserem Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern unter Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Naja, gut, würde ich jetzt nicht so sagen. Sorge dich nicht wegen Orsins Verletzung. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sich um ärztliche Versorgung für die Priesterin zu kümmern. Du solltest dich stattdessen zu Tancred begeben. Er war nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er würde in der Nähe des Amajar-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Er meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tätern gefunden. Gut. Leute, ich mache nochmal eine kurze Aufnahmepause. Also, ich pausiere nochmal eben kurz die Aufnahme und würde mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwie gedeichselt kriege. Ich muss mich dafür nämlich auch einmal ausloggen, die PlayStation einmal abstepseln und dann alles ein bisschen umswitchen. Bei euch sind das jetzt, ist das jetzt nur eine Sekunde, aber ich muss jetzt auch gucken, wo ich die hinstelle. Ja, ich sage mal bis gleich. So, Leute. Ich bin zurück im Spiel. für euch war das jetzt wirklich nur eine Sekunde, aber ihr seht, glaube ich, schon eine kleine Veränderung hier im Spiel. Für mich ist das Ganze jetzt etwas kleiner. Für euch etwas größer. Und ich lasse das jetzt über die Capture Card laufen. Allerdings ist es auch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und irgendwie hat der in OBS meine kompletten Einstellungen wieder verändert. Unter anderem auch irgendwas am Mikro schon wieder verändert. So, es läuft aber relativ flüssig. Weil ich drüben in der Aufnahme schaue, nicht unbedingt so. Muss das auf jeden Fall nach dieser Folge. Also entschuldigt mich, wenn es in dieser Folge nicht ganz so flüssig läuft, wie es laufen soll. Ich werde mich hier nach dieser Folge nochmal damit beschäftigen. So ganz flüssig läuft es tatsächlich nicht. Okay, wir sollen mit Tancred reden. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ob es jetzt flüssig ist oder nicht flüssig ist. Ich lasse es jetzt nicht mehr über dieses Remote Play Programm laufen, weil das grafisch auch ein paar Einbußen hatte. Guckt euch jetzt die Grafik an. Ohne Scheiß, mit der Capture Card mega gut. Wenn es ein bisschen hakelt, verzeiht mir dafür diese Folge. Und ich hoffe, dass mein Mikro nicht übersteuert. Weil gerade hat er übersteuert. Ich hab's jetzt wieder etwas leiser gestellt. Dann muss ich den Sound auch nochmal wieder etwas leiser machen. So, den verwahrlosten Mischling möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht damit.
An sich klappt es gut, ne? Also, vielleicht werde ich auch wieder mit dem Remote Play Programm aufnehmen, das weiß ich noch nicht. Allerdings sehe ich jetzt alleine jetzt schon einfach grafische Veränderungen. Das ist ja grafisch wirklich ein ganz anderes Level. Uiuiui, Leute. Ich bin mir nicht sicher, was das noch alles gibt. So, hier ist Tankred. Wir sind auch hier. Internetverbindung ist jetzt natürlich auch deutlich besser. Ich habe es jetzt über nicht mehr über über WLAN an, sondern jetzt auch über eine LAN-Verbindung direkt mit dem Router mit dem Router verbunden. Mit dem Router. Das heißt, auch im Spiel sind wir besser connected. So, ich spreche den einfach mal an jetzt. Ah, da bist du ja, Finn. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Orsin widerfahren ist. Die Ärmste. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtigte. Die Dreistigkeit, mit der diese Täter vorgehen, ist wahrlich ungeheuerlich. Doch ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als ich Orsin in der Nähe des Goldbazars beschattete, stieß ich mehr zufällig auf einige Amalja, die sich höchst verdächtig benahmen. Ich heftete mich an die Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hatte mich natürlich auch selbst drin umsehen können, aber ich will den ganzen Spaß ja nicht für mich alleine beanspruchen. Und du bist einem kleinen Abenteuer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier Wache stehen, während du das Lager durchkämpfst. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich dir beistehen. Natürlich, klar. Du hättest das alleine machen können. Mhm. Ich habe das jetzt gerade über Fenstermodus laufen, beziehungsweise die Bildschirmaufnahme. Weil das irgendwie mit der Capture-Karte so nicht funktioniert hat. Warum auch immer. Auch damit werde ich mich noch befassen. Das Doofe ist jetzt, dass ich jetzt den Chat im Spiel nicht mehr benutzen kann, wie ich das bisher bei Remote Play gemacht habe. Ich denke, ich werde privat aber weiterhin über die Remote Play Verbindung spielen und ansonsten dann halt eben die Capture Card benutzen. Weil ich sag mal, privat ist es mir eigentlich nicht so wichtig. Der hat wirklich alles hier umgestellt, oh man. Ich muss jetzt nur ein bisschen auf die Zeit achten. Der übersteuert, ne? Der übersteuert. Und ich verstehe nicht warum, weil ich sitze so weit vom Mikro weg. Ach, ich werd mich hier nach dieser Folge nochmal damit beschäftigen. Also der Sound könnte jetzt wirklich nicht so geil sein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da wirklich. Oh, wir haben mit Tankred reden. Ich hoffe, man hört im Hintergrund die PlayStation nicht. Die ist so laut, ne? Die ist so extrem laut. Siehst du? Du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Doch sag, hast du irgendeinen Hinweis gefunden, der uns weiterhelfen könnte? Yes. Ein Handzettel? Zeig mal her. Der barmherzige Nalt nimmt sich auch den Ärmsten unter euch an. Habt Teil an seiner Herrlichkeit. Findet Arbeit mit Nalt. Wo soll eine Jobvermittlung für Flüchtlinge was? Das Schreiben ist dahingekritzelt und von Nalteil scheint der Autor auch nicht die meiste Ahnung gehabt zu haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Wisch von einem echten Priester stammt. Wir sollten dieses höchst verdächtige Dokument der Priesterin Orsin vorlegen. Vermutlich erholt sie sich in der Herberge in Camp Knochenbleich noch von ihren Verletzungen. Okay. Gut, dann reisen wir einmal wieder zurück zum Camp Knochenbleich. Oh, was ist da denn los? Können wir dem da helfen? Der hat unsere Hilfe gar nicht benötigt. Der brauchte unsere Hilfe gar nicht. Weißt du, da habe ich hier alles umgebaut jetzt, ne? Dass die PlayStation auch Platz hat hier. Und dann funktioniert das alles gar nicht so, wie es funktionieren soll. Typisch. Aber ich werde eine Lösung finden. Entschuldigung für das Übersteuern.
Ich sitze so weit weg. Das darf doch nicht wahr sein. Seht her, mein mutiger Retter. Mein Dank an dich kennt keine Grenzen. Ohne dein selbstloses Eingreifen weilte ich vermutlich nicht mehr unter den Lebenden. Doch was führt dich heute zu mir? Ein seltsames Schreiben? Die Schrift ist eine Beleidigung für die Augen. Niemals ist dies das Werk eines geschulten Priesters. Doch wer könnte... Da fällt mir ein, dass vor einiger Zeit ein Gewand aus der Kirche entwendet wurde. Es wird doch wohl kein falscher Priester sein Unwesen treiben? Ausgezeichnete Arbeit, Finn. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Der Entführer muss sich als Priester verkleidet und die Flüchtlinge in eine Falle gelockt haben. Wir scheinen es mit einem Element zu tun zu haben, das genauso gerissen wie skrupellos ist. Ich werde die nötigen Vorkehrungen für die Fortsetzung unserer Operation treffen. Erstatte du Isimbard Bericht und rate ihm, Vorsicht walten zu lassen. Mach ich. So, Isimbard, hi. Der Täter hat die Flüchtlinge als Priester verkleidet hinter das Licht geführt? Welch ungeheuerliche Dreistigkeit. Welch Blasphemie. Danke für diese Warnung. Wenn ich eine verdächtige Person bemerken sollte, hörst du es als Erster. So, wir nehmen uns die allergischen Silberstücke wieder. Isimbard sucht verzweifelt nach einer Spur, die zu dem falschen Priester führt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer sich hinter diesem falschen Priester verbergen könnte. Theoretisch käme fast jeder im Campchen in Frage. Wohl wahr, mein lieber Isimbard. Doch es gibt eine Lösung für unser Problem. Wir schlagen den Betrüger mit seinen eigenen Waffen. Er verteilt seine blasphemischen Handzettel an Flüchtlinge, nicht wahr? Alles, was wir also tun müssen, ist uns als eben solche zu verkleiden. Und so zu tun, als würden wir ihm auf den Leim gehen. Ah, eine Falle. Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen? Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Doch wenn ihr zwei euch den Halunken annimmt, mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Wie es der Zufall so will, wollte ich mich gerade einiger alter Kleider entledigen. Nehmt doch das hier, um euch als Flüchtlinge auszugeben. Je eine löchrige Hanf-, Schäfertunika und ein löchriges Paar Hanf-, Schäferbeinlinge. Ausgezeichnet, Isimbard. Damit werden wir dem Gauner ein Schnippchen schlagen. Worauf wartest du, Finn? Rein in den guten Zwirn und dann sprich mit möglichst vielen Leuten hier und gib vor, nach Arbeit zu suchen. Wenn sich die Kunde von deinen Auftauchen erst einmal verbreitet hat, wird der Priester mit seinen Handzetteln bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden ihn auf frischer Tat ertappen. Okay, Arsenal. Ich zieh mal auch andere Sandalen an. Hier, guck mal, wir nehmen die mal. Die Handschuhe ziehen wir aus, oder? Wir müssen ja schon überzeugend sein. Höre mich, Ungläubiger, höre die Worte der gütigen Asima. In aller Herrlichkeit strahlt sie und wird dich reinwaschen von deinen Sünden. Ihr Leuchten führt die Armen in eine goldene Zukunft. Aha. Interessant. Was willst du? Dann wieder ein neuer Flüchtling? Wir haben schon genug von euch, Lumpenpack.
Arbeit findest du bei der Legion der Unsterblichen bestimmt nicht. Schwier ab. Wow, wie nett. Wie freundlich ihr seid. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich hier gerade was am Laufen habe? Verschwinde, du scheuchst mir die Braut noch mit deinem Gestank. Arbeit habe ich ganz bestimmt nicht für dich. Schade. Kann ich etwas für dich tun? Wohl nicht. Ein dreckiger Flüchtling wie du hat hier nichts verloren. Verschwinde, du vergraust uns noch die Kundschaft. Tust den anderen Bett dann gleich und roll dich zu dem Tümpel am Sandtor. Wow, sind die hier freundlich zu uns? Hä, mit wem soll ich denn noch reden? Ach, wahrscheinlich nebenan in dem Asylheim hier. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ach, da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ach so. Aurelis. Sprich mich nicht an, ich bin beschäftigt. Gebt ihr in den Flüchtlingen denn niemals Ruhe? Gesell dich zu deinesgleichen an diesem Tümpel am Sandtor. Da könnt ihr euch von mir auch aus gerne mit Brackwasser besaufen, bis ihr umfallt. Boah, sind die... Wie ekelhaft. Ausgezeichnete Arbeit, Finn. Selbst ich habe das Gerede der Leute über einen neuen Flüchtling bereits vernommen. Unser falscher Priester wird also sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir sollten uns direkt zu diesem Tümpel am Sandtor begeben, von dem du gehört hast. Der Ort ist verlassen und geradezu prädestiniert für einen Hinterhalt. Sicher wird er versuchen, dort zuzuschlagen. Treff mich dort, wo das Ufer am höchsten ist, hörst du? Und komm ja nicht auf die Idee, mich sitzen zu lassen. Noch einen Korb in diesem Monat könnte ich nicht vertragen. Alter Chauvinist. So, Ach nee, ich muss mich ja als Flüchtling verkleiden. Aber diesmal werde ich, nur die, Robe anziehen und, ach, die Robe, die... Obwohl, die Handschuhe werde ich trotzdem ausziehen. Ich frage mich ja sowieso, ob man das wirklich machen muss so. Muss man so verkleidet sein oder nicht? Da hinten wartet Tankred schon auf uns. Guck, der hat auch seine Stiefel noch an. Er hat auch seine Handschuhe noch an. Dann ziehe ich meine doch auch wieder an. Oh no. Ah, da bist du ja endlich, Finn. Also gut, dann wollen wir diesen Heuchler mal in die Falle tappen lassen. Die Kluft steht ja ausgezeichnet, Finn. Solltest du öfter tragen. Aber Spaß beiseite, schnappen wir uns den Betrüger.
Höret mich, vom Schicksal Gebeutelte. Ich bin ein Diener des Ordens von Naltal. Seid auch ihr ohne Brot und Lohn? Du willst ein Priester sein? Aber natürlich, das sieht man doch. Ich komme aus der Gemeinde St. Adama Landama. Wenn ihr es wollt, kann der großzügige Nalt euch, auch euch zu weltlichem Wohlstand verhelfen. Seht, es steht alles hier geschrieben. Dieser Handzettel, diese unleserliche Schrift. Ha, es besteht kein Zweifel. Wenn du ein Priester bist, ist meine Großmutter die Sultana. Das Spiel ist aus. Gib dich zu erkennen. Angast. Was? Aber wie? Ihr habt euch als Flüchtlinge verkleidet, um mich in eine Falle zu locken? Bitte tut mir nichts. Ich hatte meine Gründe. Die Bewohner des Goldbazars waren in Gefahr. Die Bewohner des Goldbazars? Erkläre dich. Ja, natürlich, wie du willst. Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich schon seit vielen Jahren auf dem Goldbazar. Vor einigen Wochen haben die Amaljar an unseren Pforten geklopft, und zwar ziemlich nachdrücklich mit ihren Piken und Äxten. Um meine Walheimer zu schützen, habe ich den Äxten einen Handel vorgeschlagen. Sie sollten uns in Ruhe lassen, und wir würden ihnen dafür liefern, was sie wollten. So, und was haben die Banditen gefordert? Zum einen wollten sie die Farblehne für Kristall- und Erzlieferung aus der Nanava-Mine. Das war noch relativ leicht. Hab einfach einen der Arbeiter damit ein paar Gill und billigen Fusel bestochen. Doch damit haben sie sich nicht begnügt. Arbeiter wollten sie auch noch von mir. Was sollte ich da tun? Wenn du die Wahl gehabt hättest, deine Freunde oder Fremde zu verkaufen, hättest du nicht das gleiche getan wie ich? Spiel hier nicht den barmherzigen Gredania. Du hättest dich erst einmal an die Legion der Unsterblichen wenden können. Wie konntest du nur so niederträchtig sein? Nun ja, die Amalja waren überaus freundlich. Was soll das heißen? Die haben einen Haufen Gül springen lassen, Mann. Und zwar einen ziemlich beachtlichen Haufen. So viel Mullfleisch könnte ich mit meinem ganzen Leben nicht verkaufen, um so viel Geld zu verdienen. Genug Abschaum. Du hast dein Land verraten, deine Landsleute verkauft und das alles für ein paar dreckige Gill? Du biederst mich an. Hab Gnade, ich. Du schon wieder? Du bist wie ein Fluch. Wahrscheinlich warst du es auch, der den Amaljar die Patrouillenroute und Dienstpläne der Legion zugespielt hat, was? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Ich schwöre. Nun, mit dieser Frage werden sich die Inquisitoren der Legion sicher noch persönlich auseinandersetzen wollen. Du wirst für deine Missetat büßen. So oder so, glaub's mir, Freundchen. Nein, alles, nur das nicht. Erstatte du mir Filia Bericht, Finn. Um diesen Dreckskerl kümmere ich mich. Wäre auch gelacht, wenn ich die Details der nächsten Übergabe nicht aus ihm herauskitzeln könnte. Dann lasse ich diese widerlichen Amaljar ins offene Messer laufen und finde heraus, wo die Geiseln gefangen halten. Wo sie die Geiseln gefangen halten. Machen wir mal etwas leiser hier. So. Ich habe es mir bei mir mal ein bisschen leiser gemacht. So, wir müssen jetzt zum Sonnenwind zurück. Ich mache aber mal hier den hier. Und dann reisen wir zurück. Ach warte, wir können ja, wir haben doch im Inventar diese... Teleporttickets zur Bucht des Abendsterns, 40 Stück. So. Oh Gott. Mein Schreibtisch, der vibriert so. Weil die PlayStation aber wirklich so extrem laut ist und so, also der Lüfter, das ist halt die ganz alte PlayStation 4. Weil für eine PlayStation 5 reicht's leider noch nicht. Aber nicht mehr lang. So, dann wollen wir mal hier rein. Hallo Tataru! Ach, ist das schön, mal mit einer richtig guten Verbindung zu spielen. Also hier, jetzt in der Aufnahme.
Hallo, Minfidia. So. Ich freue mich, dich wohlbehalten wiederzusehen, Finn. Und noch mehr freue ich mich, dass die Zusammenarbeit mit Tankred so reibungslos laufen, zu laufen scheint. Sag, wie ist es euch ergangen? Ja, Maja. Also, wie ich vermutet hatte. Vielen Dank, das hast du ausgezeichnet gemacht. Ich fürchte nur, die Amaljar werden weit weniger kooperativ sein als dieser opportunistische Widerling von einem Händler. Es sieht ganz so aus, als wären wir auch in Zukunft auf deine tatkräftige Unterstützung angewiesen, Finn. Mache dich auf eine harte Schlacht gefasst. Leben, Materia und der ganze Rest. Ah. Oh. Kriegen wir da neue Waffe? Minfidia will dir jemanden vorstellen. Es ist vielleicht an der Zeit, dass du mit einer wichtigen Technik vertraut wirst, um dich besser für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Vielleicht hast du schon von Mutagenix gehört, dem gelehrten Techniker. Er hat einen Weg gefunden, verschiedenste Ausrüstungsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Prozedur stabiler und stärker zu machen. Viele waren anfangs gegen ihn eingenommen, weil er ein Goblin ist, und gegen die halten sich ja hartnäckige Vorurteile. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene Abenteurer in seine revolutionäre Technologie der Materiaverarbeitung einzuweihen. Wenn du ihn darum bittest, wird dir der alles über die Materie erklären. Ich gebe dir auch gleich ein Testobjekt mit, an dem er dir die Technik demonstrieren kann. Hier, diesen Dolch, bring den zum Mutagenix auf den Feuerhügel, wo er seine Gerätschaften aufgebaut hat. Du wirst den Ort gleich an der Rauchsäule erkennen, die von dort aufsteigt. Okay, ich weiß, wo das ist. Wir müssen zum Kohlenstaubbahnhof. Da in der Nähe waren wir nämlich schon mal. Und dann können wir nämlich bald Materia einsetzen. Das ist richtig gut. Aber nee, da brauchen wir einen Handwerker für. Nee, zum Entfernen brauchen wir einen Handwerker. Ansonsten können wir das machen selber. Dann. Auf zu Mutagenix. Hier bin ich nicht richtig. Pam pam pam. Pam pam pam. Ist das denn jetzt schon die 20er-Quest hier? Nee, ist immer noch 19. Okay. Wir sind immer noch ein bisschen überlevelt. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Aber eine Wolke sehe ich da tatsächlich nicht. Aber da bewegt sich was. Mutagenix Lexicus. Oh, Großwachsner. Kommst du für Wörtertausch zu Mutagenix, ja? Hier, ich habe einen Dolch. Den du mit Materie ausstatten sollst. Es wohnt im Ding das Herz seines Herrn. Es wandelt zu glänzendem Stein seinen Kern. Glänze, Materia, leuchte und strahl. Du bist der Wille des Besitzers als Kristall. Ehre dein Gut, benutze es lang. Wandle es um, sei nur nicht bang. Dann wird es Kristall, der stärkt, was du hast. Setz ihn ein. So, du kannst und er passt. Okay. Versuchen wir jetzt eigen selbst, ja? Was schaut Großwachsam mit Telleraugen? Haben wir schon Freunde werden? Mit Schüttelhand? Oh, Minfidia hat dich weit schicken hierher. Lass Mutagenix Wortgeschenk über Materia schenken. Großwachsener Ohr aufspannen. Die Segel damit Worte ganz in Ohr bekommen. Aber vorzuerst zeigst du, was du da Klammer greifst.
Stumpfgrund. Wie Killmünze, solche töten Werkzeug, muss man viel ja Müll werfen, aber für Augenbeispiel soll genügend sein. Hier, Meister, die Materia. Psst, jetzt! Heft ein Auge auf Meister können. Materia ist eingesetzt und Co. Tötenwerkzeug glänze hell. Riesenstark, Mutagenix. Wird gratis schenken an Minfidia. Materia ist eine Art von Kristall. Man gewinnt sie, indem man die ätherische Essenz aus lange und intensiv benutzter Ausrüstungsgegenständen extrahiert. Man verfestigt also die Energie, die der Benutzer durch seine wachsende emotionale Bindung mit der Zeit in den Gegenstand hat, einfließen lassen. Natürlich ist nicht jeder beliebige alte Gegenstand auch zur Materia-Synthese geeignet. Aber sobald du Materia gewonnen hast, kannst du sie in einen anderen Gegenstand einsetzen und seine Eigenschaften damit verbessern. Interessant ist, dass man so kaputten Ramsch wie dein Dolch dann noch aufmotzen kann. Materia ist schon echt heftiges Zeugs. Schko haben großwachsende Augen bekommen, leuchten bei Vorzeigen von Mutagenix. Hören dann mit spitze Ohren damit leuchten auch in Denkschale von Großwachsener kommt. Boah, Alter, ist das anstrengend zu lesen. Mut zuerst viel bewegen, Hände bis Handwerkmeister, dann wird zu machen, viele sehen selbst. Zu Materia, Materia Astein. Und Tötenwerkzeug wird stark sein, wie harte Fels. Und jetzt gehen mit Schnellschritt. Mutagenix brauchen Einzelzeit für Aufräumen in Denkschale. Lernschüler von Mutagenix können löschen. Gierig Wissen von Großwachsner. Mach zu Wörtertausch mit ihm. Ja. Klar, natürlich. Swinburne, was hast du zu sagen? Das Bergen der Seele. Oh ja, bla 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 bla. So, jetzt können wir Materia herstellen. Hier können wir noch nicht reden, weil da müssen wir einen Handwerker oder einen Handwerker auf Stufe 19 haben. Werde ich vielleicht auch noch irgendwann machen. So. Ich setze jetzt nicht wieder einen von den Dingern ein, weil wir noch öfter in den Sonnenwind müssen und bestimmt mehr als 40 Mal. Deswegen vielleicht ganz gut, wenn wir davon welche behalten, von den Gutscheinen da. So, ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich natürlich die letzte Aufnahme unterbrechen musste, weil ich ja einige Einstellungen bei OBS auch noch machen musste, damit das so aussieht, wie es jetzt aussieht. Wie gesagt, das ist die Fensteraufnahme. Weil wenn ich es über Spiel mache, dann flackert das so doof und das möchte ich halt auch nicht. Liegt wahrscheinlich da dann wieder an meiner tollen Grafikkarte. Die ja leider nicht so geil ist. Aber das habe ich ja schon mal erklärt. Ich glaube bei Oblivion war es. Ich dachte gerade, das ist ein Spieler. Übrigens, wir brauchen nur noch einen von den von diesen Medaillen hier. Yokai-Medaillen. Dann können wir uns noch ein neues Pet holen. Muss ich unbedingt mal machen auf Screen. Onscreen möchte ich das nicht machen. Dann muss ich Fates machen und das mache ich dann mit meinem Waldläufer. Oder mit dem Faustkämpfer, je nachdem. Oh, Nedric Ironheart hat eine Quest für uns. Was hat der denn? Die Stätte der Todgeweihten.
Hat er es auch von der Morgenröte? Hallo, mein Freund, darf ich mich vorstellen? Nedek Ironheart, Forscher und Explorateur par excellence. Für einen furchtlosen Glücksritter wie dich hätte ich eventuell genau das Richtige. Neulich bin ich in einem entlegenen Winkel des östlichen Tanalan, nämlich auf ein gefahrvolles Höhlensystem gestoßen. Sein Name lautet Palatali. Es soll vor etwa 100 Jahren als Trainingsstätte für Gladiatoren angelegt worden sein. Während der 7. Katastrophe stürzten die Tunnel teilweise ein und keiner weiß mehr, was drin so genau vor sich geht. Wenn das Unbekannte dich jetzt reizt und deinem gewissen Nervenkitzel nicht abgeneigt bist, solltest du mal mit dem Legionär Fafajoni sprechen. Der steht am Eingang von Halatali Wache. Und keine Angst, ich habe ihm bereits angekündigt, dass ich ihm mutige Abenteurer vorbeischicke. Er sollte dir also Zugang gewähren. Ah, wir geben erst die Quest ab. Vielleicht dann mache ich das beim nächsten Mal dann. Oh, ich glaube, man hört wirklich im Hintergrund das PlayStation. Oder? Das Mikro ziemlich weit runter. Ja, ich werde das ja gleich nach der Folge sehen. Beziehungsweise hören. Winfilia, da sind wir wieder. Willkommen zurück, Finn. Ich hoffe, dein Ausflug zum Feuerhügel war ergebnisreich. Aber natürlich. Oh, wie meisterhaft. Es ist nicht zu glauben, welchen Unterschied so ein kleines Stückchen Materia macht. Die Technik erfordert zwar zunächst einige Übungen, aber auch aus langer Sicht macht sich die Mühe auf jeden Fall bezahlt. Du wirst dich noch unzähligen Kämpfen stellen müssen. Und ganz sicher wirst es manchmal eng werden. Materia kann da über Sieg und Niederlage entscheiden. Diesen Vorsprung solltest du nicht einfach verschenken. Und da wir gerade über Kämpfe sprechen, ich möchte, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst. Tankred hat uns gerade höchst bedeutsame Informationen überbracht. Okay, zeig mal, was wir da so an Rüstung kriegen. Wobei, warte mal, das ist eigentlich dumm, oder? War das trotzdem mal eben. Na toll, das war dumm. Egal. Oh. Minfia möchte, dass du eine Mission übernimmst, die gemeinsam mit der Legion der Unsterblichen durchgeführt wird. Es gibt eine neue Entwicklung in dem Entführungsfall, den du untersucht hast. Wir haben aus Angas, dem falschen Priester, herausgepresst, wo und wann er mit dem Amal'Jar Handel treiben wollte. Die Amal'Jar wissen noch nicht, dass wir ihn enttarnt haben. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Du, Finn Darian, wirst als Vertreter unseres Bundes an der Operation teilnehmen. Das Ganze geht nämlich von der Legion der Unsterblichen aus. Sie haben einen Plan ausgearbeitet und uns um Mithilfe gebeten. Wir setzen großes Vertrauen in dich. Tankred wird später auch zu euch stoßen. Ich hoffe, dass uns dieser Einsatz endlich enthüllt, wohin die Flüchtlinge und die Kristalle der Amal'Jina AG verschwunden sind. Und nicht nur das. Falls sie diese Mission erfolgreich bewältigen, können wir auch der Lösung des Primai-Problems um einen bedeutenden Schritt näher gekommen sein. Geh nach Camp Knochenbleich und stoß zu dem Trupp der Legion, der dort wartet. Aber eines muss dir klar sein. Die kriegerischen Amal'Jar werden sich niemals freiwillig ergeben. Ja, Leute. Allerdings werde ich das beim nächsten Mal machen, denn die Zeit ist mal wieder um. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich entschuldige mich ein wenig dafür, dass in dieser Aufnahme vielleicht alles etwas anders war. Ich glaube, grafisch hat es sich deutlich verbessert. Ich gucke immer mal so, ich linse immer so ein bisschen rüber in OBS. Und schau da immer so ein bisschen nach. Aber an sich gefällt es mir doch deutlich besser. Ja, mal sehen. Ich habe halt auch kein Vollbild an. Aber wenn ich jetzt Vollbild anmache, ich mach mal einmal ganz kurz Vollbild an. Guck mal, hier seht ihr auch die Maus. Und wenn ich jetzt sag Vollbild zum Vollbild wechseln, dann sieht das so aus. Naja. Ist jetzt für das Spiel. Wenn ich jetzt natürlich
Wenn ich jetzt natürlich sagen würde, okay, ich mache einen Bildschirmmodus mit Vollbildmodus, dann sieht es natürlich, ich glaube, dann läuft es jetzt auch nicht mehr so richtig flüssig. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wie gesagt, hallo? So, wieder so. Ne? So sieht das Ganze in Ordnung aus. Ja, Leute, ich werde mich damit auf jeden Fall jetzt noch weiter befassen. Muss ich ja tatsächlich, weil wir wollen ja hier auch weiterhin eine gute Qualität abliefern. Oder noch bessere Qualität. Soll ja auch immer besser werden. Es soll ja nicht schlechter werden, es soll besser werden. Ja, für heute verabschiede ich mich aber jetzt wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.